Hallo und guten Morgen an diesem fünften Sonntag nach Ostern. Oder vielleicht vielmehr an diesem ersten Sonntag, an dem wir nach einer ganz langen Pause wieder Gottesdienst feiern in unserer Kirche. Und weil nicht alle kommen können oder wollen in diesen ja immer noch besonderen Zeiten, dachte ich hinterlasse hier einen kleinen Gruß, bevor ich gleich losfahre in unsere Kirche. Fünfter Sonntag nach Ostern, Rogate heißt er, das heißt betet. Und gerade in der letzten Zeit, wo sich alle möglichen Möglichkeiten der Kommunikation verändert haben, ist das eine gleich geblieben, nämlich die Möglichkeit, mit Gott zu sprechen, im Gebet. Ganz analog, für manche auch digital, es ist einfach sein Weg, damit wir zu ihm sprechen können. Und er antwortet uns mit den vielen Facetten unseres Lebens. Manchmal finden wir nicht die richtigen Worte, manchmal fällt es uns ganz leicht. Für all das und für die traurigen und fröhlichen Momente im Leben hat Gott uns ein ganz besonderes Gebet geschenkt, das Vaterunser. Und das spreche ich nun. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche euch einen guten Sonntag mit viel Segen und bleibt behütet.